Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Sabra Healthcare. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Immobilienbranche tätig und zwar mit einem Fokus auf Gesundheitseinrichtungen. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 9,4%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier beziehe ich mich auf die Funds from Operations, wie es bei Immobilienaktien bzw. REITs üblich ist. Und hier haben wir aktuell einen Wert von 77% und das ist für einen REIT gut, würde ich sagen. Und damit vergebe ich hier einen halben Punkt. Dann zum zweiten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier liegt der Wert momentan bei 79% und auch das ist für einen REIT gut, meiner Meinung nach. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen halben Punkt. Dann zum dritten Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie, allerdings ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich gesunken und zwar von 1,32 auf 1,2 US-Dollar je Aktie, denn hier gab es in den letzten beiden Jahren jeweils eine Dividendenkürzung und damit vergebe ich hier insgesamt 0 Punkte. Dann zum vierten Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also die Aktie gab es noch nicht während der Finanzkrise, also können wir hier keine Analyse machen bei diesem Kriterium. Damit vergebe ich hier neutrale Nullpunkte, also weder Minuspunkt noch ein Pluspunkt. Dann kommen wir zum fünften Kriterium. Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr gesunken und zwar um 8,3%. Und damit vergebe ich hier insgesamt einen Minuspunkt. Dann kommen wir zum sechsten Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognose entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende unterm Strich gleich bleiben und zwar bei 1,2 US-Dollar und damit vergebe ich hier 0 Punkte. Dann kommen wir zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten sollen die Funds from Operations die Aktie fallen und zwar von 1,57 auf 1,53 US-Dollar je Aktie. Also so zumindest die aktuellen Schätzungen für das Jahr 2022. Damit vergebe ich hier ebenfalls 0 Punkte. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt Sabra Healthcare in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 0 Punkte von 7 maximal möglichen Pluspunkten. Und in meiner Dividendencheckliste landet die Aktie damit auf der 4. Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Dividendencheck. Und hier landet Sabra Healthcare momentan mit den 0 erreichten Punkten hier auf dem 13. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und hier sehen wir, dass die Aktie beim letzten Check vor circa einem Jahr einen halben Punkt erreicht hat, denn hier ist noch das alte Video verlinkt. Also war etwas besser beim letzten Check. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Webseite abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, abschließend analysiere ich jetzt noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich wie immer im Aktienfinder und ich sehe da mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von circa 2010 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist circa Mitte Mai 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichene Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Funds from Operations. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktuell der Kurs unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zu den Funds, zu den bereinigten Funds von Operations. So, das war es dann noch wieder mal mit diesem Video und hier noch zum Abschluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.